In dieser berufenen Partnerschaft beschäftigt uns die Sicherung einer hohen Effektivität der Halmfutterernte und Konservierung mittels günstiger, progressiver Innovation der Verfahrenstechnik durch adäquate Problemlösungen, die den vielseitigen Anforderungen der Tierhaltungen zur kontinuierlichen, qualitäts- und bedarfsgerechten Versorgung mit Frischfutter sowie zur Konservierung von Halmfutter entsprechen. Denken wir zunächst an die Gewinnung von Frischfutter zur Versorgung kleinerer Tierbestände, so empfiehlt sich der Schwadmäher E302 mit Feldfutterschneidwerk. Besonders in Gebirgs- oder Vorgebirgslagen gewährleistet dieser Schwadmäher in der Kombination mit einem handelsüblichen Futterladewagen ein effektives Ernteverfahren. Der Feldhäcksler E281C erreicht bei der Ernte von Halmfutter eine Leistung von 58 Tonnen pro Stunde und ist zur kontinuierlichen Versorgung mittlerer und großer Tierbestände bestens geeignet. Die Lösung? Erhöhung der Nährstofferträge durch risikoarme Ernte- und Konservierungsverfahren zu agrotechnisch günstigen Terminen. Ein Mittel dazu? Das Maschinensystem Halmfutterproduktion und Verarbeitung des VEB Kombinat Fortschritt. Wir nennen sie die Schlüsselmaschinen in diesem System. Den Schwadmäher E301 und den Feldhäcksler E280. Sie sind der Schlüssel zu einer effektiven Halmfutterproduktion und Verarbeitung. Mit diesem aufwendigen Prüfverfahren schaffen wir bereits in der Entwicklungsphase Voraussetzungen für eine hohe Zuverlässigkeit unserer Produkte. Ein Plus an Sicherheit durch eine Metall- und Fremdkörperortung. Um Rinder geht es, um gute Futterqualität. Sehen Sie doch dem Maral eine Weile bei der Arbeit zu. Der Aufsattelbeetpflug B201 ruht vorn auf der Dreipunkthydraulik des Traktors. Bei ausgehobenem Flug muss die Länge des oberen Lenkers so eingestellt werden, dass das Vertikalstück genau senkrecht steht. Ansonsten kippt der Pflug bei Kurvenfahrten. Das Stützrad des Pfluges wird hochgedreht und gesichert.
Die Verspannung der unteren Lenker am Traktor ist für die Arbeit etwas zu locker. Hier muss nachgestellt werden. Die Arbeitsbreite des Pfluges wird durch Verstellen der unteren Lenker beeinflusst. Bei der Arbeit mit dem ZT300 ist die Anti-Schlupfeinrichtung zu senken. Dabei regelt die Hydraulik die Arbeitstiefe des Pfluges vorn. Die Arbeitstiefe ist am Steuergerät im Traktor vorzuwählen. Der zum Transport des Pfluges ausgefahrene Hauptzylinder der hydraulischen Überlastsicherung wird für die Arbeit durch langsames Anziehen des Traktors bei abgesenktem Pflug eingefahren. Der Pflug B501 ist über die bewährte Selbstfahrt.